Ich selbst habe quasi nie Kopfschmerzen oder Migräne, 64% der Studierenden aber schon. Und wie lange liegst du dann so da? Es kann schon mal ein ganzer Tag quasi sein. Morgen bekomme ich ein neues Medikament gespritzt und ja, da hängen sehr viele Hoffnungen dran. Hat's geklappt? Ausschließlich. Jetzt! Ah. Viele von euch haben mir nach einem Rechercheaufruf geschrieben, dass sie sehr unter Migräne oder Kopfschmerzen leiden. Ich habe mehr als 20 Mails von euch bekommen. Eine, die sich bei mir gemeldet hat, ist Jana. Sie wird regelmäßig von ihrer starken Migräne ausgenockt. Und wir hatten eigentlich schon mal einen Drehtermin im Dezember ausgemacht. Den hat sie dann abgesagt, weil sie im Krankenhaus gelandet ist. Jetzt hat sie mir eben geschrieben, heute geht es ihr auch nicht so gut. Sie will es aber durchziehen. Hi, Lisa. Hallo. Ja, Dankeschön. Schuhe aus? Ja, am besten. Das wäre super. Und wie geht's dir jetzt? Also jetzt gerade, ich hatte schon einen Migräneanfall bekommen und habe jetzt eine Tablette genommen, aber jetzt langsam wird es wieder besser. Und wie fühlt sich dieser Schmerz genau an? Ja, es ist halt ein extremer Kopfschmerz, der auch noch den ganzen Körper, also wirklich den ganzen Körper mit einbezieht. Alles läuft irgendwie ein bisschen langsamer ab und ich kriege gar nicht so richtig mit, was gerade passiert. Und ich bin wie in so einem Tunnel, das existiert dann nur noch irgendwie gerade der Schmerz. Manchmal spüre ich auch, wie meine Halsschlagadern dann total doll pulsieren und man hört auch irgendwie dieses Pulsieren die ganze Zeit. Bei mir ist es jetzt gerade hier quasi so an der Augenbraue und auch hinterm Auge, das kann ich jetzt schlecht zeigen, aber... Also hier? Ja, so. Ich habe das mal versucht zu erklären, dass ich manchmal am liebsten das klingt jetzt auch ein bisschen blöd, aber eine Gabel nehmen würde und am liebsten irgendwie hinters Auge gehen würde, um an diesen Schmerz das klingt wie aus so einem Splatter-Movie. Ja, es ist und das halt, ist aber dein Alltag. Ja, leider schon. Genau, und hier liegt jetzt auch schon ein Kühlbeutel, also das ist so eine Sache, die ich immer brauche. Erstmal ein Kühlpack. Und wie lange liegst du dann so da? Ja, das ist natürlich immer unterschiedlich. Es kann schon mal ein ganzer Tag quasi sein, manchmal auch nur ein paar Stunden, je nachdem, wie schnell es dann besser wird. Eine andere Sache, die ich sonst dann mache, ist halt hier das Rollo runter, damit es halt... dunkel ist, weil draußen ist immer Beleuchtung. Und dann habe ich hier meine ganzen Tabletten quasi drin. Und diese ganzen Medikamente, helfen die dir? Im schönsten Fall schon, aber teilweise fangen die halt nicht an zu wirken. Und dann ist man natürlich relativ aufgeschmissen. Also ich habe Klausuren jetzt wieder. Ich studiere ja Biologie und wir haben da immer relativ heftige Klausurenphasen. So. Also hier liegt jetzt ein Fragenkatalog für meine Genetikklausur erstmal offen. Ja, das ist schon eher anspruchsvoll, würde ich sagen. Sind auch jetzt schon in den ersten drei Semestern relativ viele rausgeflogen oder rausgegangen auch. Ich bin wahrscheinlich jetzt auch gar nicht bei der Sache, wenn ich mir das hier durchlesen würde, sondern würde wahrscheinlich wirklich lieber was im Haushalt machen, wo die Konzentration nicht so gefragt wird, weil ich bin ein bisschen wuschig im Kopf, sage ich mal. Erlebst du das denn auch manchmal, dass Leute das nicht so richtig ernst nehmen mit deiner Migräne? Ja, also schon manchmal noch, aber ich habe quasi bei meinen Freunden so ein bisschen Glück und auch ein bisschen aussortiert. So, und jetzt sind noch die da, die eigentlich das auch verstehen und mir da sehr helfen. Aber manche sind halt einfach sauer, wenn ich dann mal eine Verabredung zweimal hintereinander absagen muss. Wo ich halt der Meinung bin, ja Leute, ich liege da, ich habe Schmerzen und ihr könnt immer noch was anderes machen. Also seid bitte nicht sauer auf mich. Deswegen so, ne? Morgen hast du ja einen Termin im Krankenhaus, da begleiten wir dich ja auch genau hin. Was passiert da genau? Morgen kriege ich ein neues Medikament, das jetzt quasi auf den Markt gekommen ist. Das ist ein Antikörper. Das heißt, es ist wie so eine Impfung gegen die Migräne, die man dann quasi jeden Monat gespritzt bekommt. Ja, dann würde ich mich jetzt mal aus dem Staub machen. Ja, okay. Und du kannst dich dann wieder ein bisschen erholen, damit du morgen fit bist für deinen Termin im Krankenhaus. Genau, ja, ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, aber ich hoffe, dass es ja wirkt und dann alles ganz gut wird. Dann bis morgen. Ciao. Ich hoffe mal, dass morgen bei dem Termin in der Klinik alles gut geht. Hallo. Hi. Da bist du ja schon. Wie geht's dir heute? Ja, ganz gut soweit. Ich bin besser ja, als gestern. Aufgeregt. Ja, das auf jeden Fall. Ist das für dich denn noch unangenehm, im Krankenhaus zu sein? Naja, also ich finde es an sich nicht schlimm, sage ich mal, da zu sein. Aber es ist natürlich immer nervig, wenn man aus dem Alltag gerissen wird und dann
sich denkt, ja, okay, jetzt liege ich schon wieder im Krankenhaus, muss das wirklich sein? Was hast du schon alles versucht gegen die Migräne? Sehr, sehr viel. Also schon sowas wie Akupunktur und so und dann natürlich auch ganz viele Medikamente. Für mich ist nochmal wichtig, bei wie vielen Kopfschmerztagen waren Sie jetzt zuletzt pro Monat? Also wirklich Kopfschmerztage waren es, glaube ich, ungefähr 18. Ja, da muss man wirklich schauen, dass man von dieser Häufigkeit der Kopfschmerztage runterkommt, damit man nicht so oft Akutmedikationen einnehmen muss. Das ist gerade ein Problem der chronischen Migräne, dass man relativ schnell in so einem Medikamentenübergebrauchskopfschmerz drin landet. Das heißt, die Medikamente selbst erzeugen auch Kopfschmerzen? Genau. Es gibt ein paar Migräneformen, da wissen wir, welches Gen die Ursache ist. Bei den sozusagen Migränen, wie Sie sie haben, ist wahrscheinlich eine Vielzahl an Faktoren, die da eine Rolle spielen. 50-60% der Bevölkerung haben Kopfschmerzen. Regelmäßiger Schlaf, Ernährung, also auch Dinge, die im Studium vielleicht manchmal zu kurz kommen oder ein bisschen unregelmäßig laufen. Wahrscheinlich hat es auch was mit dem hormonellen Status zu tun. Also gerade, wir wissen, dass auch bei Frauen die Migräne häufiger ist. Wir wissen, dass Östrogen auch eine Rolle in der Migräne-Pathophysiologie spielen kann. Jetzt kommen wir sozusagen zur Prophylaxe. Ne? Sie haben schon vieles probiert und sozusagen neu auf dem Markt seit November sind jetzt die Antikörper gegen CGRP. Ich möchte das auf jeden Fall bekommen und ich hoffe, dass es wirkt einfach. Ne? Dann könnten wir jetzt einmal rübergehen. Wir nehmen zum ein Übungspen und auch so ein Kissen, was wir dann hinhalten an die Stelle. So. Ja. Und jetzt nochmal 10 Sekunden. Genau. Ja, ich bin tatsächlich nicht aufgeregt. Ich mache es jetzt einfach runter. Passt das? Also hier ist ja eine okay Stelle, oder? Ja, also man kann bis 2 Finger breit über den Bauchnabel gehen. Ja, also dann würde ich es hier einfach machen. Ja, genau. Man muss ein bisschen drücken, damit... Muss es klick nicht machen? Zu nein. Nicht so? Nein, und nein. Jetzt einfach rauf. Hat es geklappt? Hat noch nicht geklappt. Oder? Nee, nee. Einfach die Haut ein bisschen auseinanderziehen. Ja. Und drauf drücken. Und jetzt? Und auslösen. Jetzt. Ah. Jetzt kommt es. Deshalb machen wir es beim ersten Mal hier. Ja, genau. So. Da gibt es heute ein kleines Pflaster drauf. Sehr schön, danke. Es ist ja unklar, ob das Medikament anschlägt oder nicht. Mhm. Das ist ja kein Wundermittel oder so. Aber wenn es anschlägt, wie schnell geht das dann? Weil Jana hat Anfang Februar eine wichtige Prüfung. Jetzt haben wir Anfang Januar, Sie wollen Anfang Februar. Also das ist auf jeden Fall ein Zeitraum, der absolut realistisch ist, um eine positive Wirkung zu bemerken. Tschüss, alles Gute, ne? Und melden Sie sich auf jeden Fall. So, wie geht's dir jetzt? Ja, also ich merke quasi noch keinen Unterschied zu vorhin. Hoffentlich wache ich dann irgendwann auf und denke so, wow, ich habe keine Schmerzen. Das ist sehr schön. Das wäre natürlich ein Traum. Wir sehen uns in 4 Wochen, wenn du hoffentlich schon weißt, ob das Medikament anschlägt. Ich hoffe natürlich, dass es dir dann besser geht. Ja, ich hoffe es auch und bin dann auch schon gespannt, wenn ihr dann da seid und ich hoffentlich gute Nachrichten habe. Danke, tschüss. Ja, jetzt bleibt eigentlich nur Daumen drücken, dass das Medikament anschlägt. Dieses Medikament darf man wirklich nur dann einnehmen, wenn man eigentlich schon alles andere versucht hat. Und das ist ja bei Jana so. Und ich hoffe wirklich sehr, dass es was bringt. Einen Monat ist das Treffen mit Jana jetzt her und sie steckt mitten in der Prüfungsphase. Das hier ist ihre Uni und ich hoffe natürlich, dass es ihr jetzt besser geht. Oh, hi. Na? Hallo. Und, wie geht's dir? Ja, ganz gut soweit. Ja. Ja? Kann ich ganz ehrlich so sagen, ja. Das ist sehr schön. Schön. Ja, wie läuft's mit den Prüfungen überhaupt? Ja, stressig wie immer natürlich, aber mit weniger Migräne auf jeden Fall. Ja, super. Also das heißt, wie viele Migränetage hattest du jetzt im letzten Monat noch? Ich habe gar nicht so genau drauf geachtet, aber ich glaube tatsächlich nur 6. Und das ist echt schön. Ja, super. Du strahlst auch richtig, finde ich. Ja, weil es tatsächlich ein anderes Lebensgefühl so ist. Also ich weiß nicht, das ist vielleicht schwer nachzuvollziehen, aber es ist halt für mich echt schön, wenn ich den ganzen Tag so komplett nutzen kann. Und machen kann, worauf ich Lust habe quasi, ohne dass immer dieser Gedanke da ist, ja, kriege ich jetzt noch Migräne oder nicht? Hattest du denn irgendwelche Nebenwirkungen festgestellt?
Also ich hatte tatsächlich direkt, nachdem ich die erste Spritze bekommen habe oder die ersten Antikörper, hatte ich eine sehr, sehr starke Erkältung, wo der Arzt ja auch meinte, das war so eine Nebenwirkung, wo man aber nicht weiß, ob das irgendwie einen Zusammenhang hatte. Deswegen lag ich da irgendwie noch mal 10 Tage flach, aber ansonsten gar nichts. Also ich habe mir ja gestern oder vorgestern auch die nächste Spritze alleine gesetzt und da war gar nichts. Also es ging super. Was würdest du dir von der Gesellschaft wünschen in Bezug auf Migräne? Dass Leute wirklich ja, mehr verstehen, dass es wirklich schlimm ist, dass es auch eine richtige Krankheit ist und dass es nicht nur mal Kopfschmerzen sind und dass man nicht einfach mal ein bisschen Wasser trinken muss, damit es besser wird oder Klassikmusik hören muss, damit man wieder entspannt ist und dann keine Migräne mehr hat. Und deswegen finde ich es schön, wenn Leute da einen richtigen Einblick bekommen. Ich hoffe mal, dass Jana sich in Zukunft weniger dumme Sprüche wegen ihrer Migräne anhören muss. Und wenn ihr andere Leute aufklären wollt über das Thema, dann teilt doch am besten diesen Film über WhatsApp. Habt ihr auch eine Krankheit, über die zu wenige Menschen Bescheid wissen? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Und wenn ihr Schmerzen habt, dann sucht euch professionelle Hilfe, geht zum Arzt. Ich verlinke euch dazu auch noch mal was in der Infobox. Einen anderen Film, den ich gemacht habe, der handelt vom Thema Stoffwechselkur. Und das ist eine Crash-Diät, die auch gesundheitliche Folgen haben kann und die über Instagram von Influencern beworben wird. Schaut euch die doch mal an.